Sibylle liebt es, Gäste zu haben. Sie kocht gerne groß auf. Der einzige Unterschied zu anderen Gastgebern ist das Ende des Abends. Zahlen bitte! Sibylles Wohnung in der Hofzeile 27 in Wien wird jeden Tag zum Restaurant. Für mich war es klar, dass ich mich irgendwann einmal selbstständig machen wollte mit einem Restaurant. Und irgendwann hat mein Mann gesagt, warum machst du es nicht zu Hause? Damit kannst du Beruf und Kinder, Familie miteinander verbinden. Sibylle Fellner-Kiesler ist zweifache Mutter und zaubert jeden Tag ein 5-Gänge-Menü für 69 Euro. Sie ist die Küchenchefin, Ehemann Wolfgang schmeißt den Service und die Kinder. Sie wissen, wenn die Tische gedeckt sind, dass Gäste kommen und können sich auch dementsprechend adaptieren. Oft einmal fällt es natürlich schwer und da heißt es halt Geduld, vor allem für mich und auch für die Kinder. Ich gehe jetzt schlafen. Zu Hause ein Restaurant eröffnen ist nicht ganz leicht, denn Behörden und Anrainer haben da auch ein Wörtchen mitzureden. Aber an Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen mangelt es Sibylle nicht. Der Tag ist sehr, sehr bewegt, würde ich sagen. Es ist viel zu tun, aber ich bin ein Mensch, der gehört gefordert. Und dafür sorgen die Kinder auch gerne mal unaufgefordert. Maxi! Stress ist ein Wort, das ich verabscheue. Stress ist einfach nur eine schlechte Zeiteinteilung. Weil ich einfach denke, ja, der Tag ist lang genug und du musst einfach alles unter einen Hut bringen. Das Organisieren sowie das Kochen hat Sibylle im Hotel ihrer Eltern gelernt. In ihrer Wohnung schwingt sie den Kochlöffel schon ab 2 Gästen. Thymian, Rucola, Hobby, Kerbel. Hobby, passt. Ich bin sehr gern kreativ und probiere auch gern neue Sachen aus. Das ist beim Kochen selbstverständlich, muss ich neue Rezepte ausprobieren. Mein ältester Sohn probiert es dann immer und er ist für mich eigentlich der Maßstab aller Dinge, weil wenn er sagt, Mama, es ist köstlich, schmeckt nur etwas fremd, dann weiß ich, aha, es ist was Neues, aber es bleibt bodenständig. Der Familie schmeckt's, den Kritikern auch. Schon im Eröffnungsjahr erkocht sich Sibylle die erste Falstaff-Gabel. Kochen hat für mich in erster Linie was mit Liebe zu tun, mit viel Liebe zum Detail. Und ich glaube, das spiegelt sich bei mir nicht nur beim Kochen, sondern auch im Interieur wieder. Und den Gästen diese Liebe zu vermitteln und das Gefühl zu geben, dass alles selber gemacht ist, ist, was unser Restaurant ausmacht. Die Gäste schätzen die kultivierte, aber gemütliche Atmosphäre und die österreichische Küche. Sie fühlen sich wie zu Hause. Meine lieben Herrschaften, darf ich Sie zu Tisch bitten? Ehemann Wolfgang arbeitet tagsüber in der IT-Branche. Abends gibt er zu Hause den Kellner und Vorkoster. Ah, den Parmesan? Hm. Der fährt. Na, der ist ja schon drinnen, oben drauf. Wolfgang, mach mich nicht nervös. Das regt mich auf. Gib mir den Liebe, ist dich nervös zu machen. Gib den Balsamico raus, bitte. Ich glaube, das ist das, was unsere Ehe funktionieren lässt, dass meine Frau wirklich dauernd auf 100 ist und ich es doch verstehe, die Ruhe reinzubringen, was in Richtung Gastzimmer geht. Die Speisekarte ändert sich in der Hofzeile 27 alle paar Wochen. Geöffnet ist täglich, aber von Alltagstrott kann hier nicht die Rede sein. Ich glaube, wenn man nicht mehr nervös wäre, wäre es einem gleichgültig. Und genau das macht dieses bisschen Salz in der Suppe aus.